Sollte Bier, Wein und so weiter ab 18 sein? Sollte Niedrigprozentiger ab sofort nicht mehr ab 14 mit Aufsicht oder mit 16 alleine, sondern nur noch ab 18 erhältlich sein? Was sind die Vor- und Nachteile? Alles so lassen, wie es hier ist. 8 Stimmen 57%, nur noch ab 18 erhältlich sein. 6 Stimmen 43%, gibt keinen Grund, Giftstoffe an Jugendliche zu verkaufen. Außer Geldgier gibt es eigentlich gar keinen Grund, Giftstoffe überhaupt zu verkaufen. Ja, das ist es letztendlich. Es geht um Profit und Wirtschaft und dafür werden schädliche, schlechte Konsumgüter vermarktet. Meiner Meinung nach ist es gut, dass das Thema mal mehr in die öffentliche Debatte rückt. Wie genau man dabei vorgeht und was wirklich sinnvoll sein könnte, das ist noch zu klären. Man muss darauf achten, nicht nur am Symptom ZB schädlicher Alkoholkonsum herumzuwurscheln, sondern auch zu ergründen, warum Leute auf schädliche Weise Alkohol trinken, widrige Lebensumstände und so weiter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.